Gerade eben haben wir einen Blick in unsere Gerüchteküche geworfen und wir wollen da ein wenig dran anknüpfen und uns auf einen ganz bestimmten Verein konzentrieren, nämlich auf die SSC Neapel. Da passiert derzeit einiges. Carlo Ancelotti, der neue Coach der Azzurri, wird für die kommende Saison ein neues Team zusammenstellen und er blickt da immer wieder auf Spieler, die in der Bundesliga unterwegs sind. Und es gibt bei transfermarkt.de Gerüchte um einige Bundesligaspieler und wir haben jetzt mal die interessantesten da für euch herausgegriffen. Diskutiert wird über einen Wechsel von Javi Martinez vom FC Bayern zur SSC Neapel. Sky Italia spekuliert darüber, dass da Interesse besteht, aber die Bayern wollen ihn auf keinen Fall abgeben. Es wäre natürlich das Wiedersehen zwischen Martinez und Ancelotti. Was sagen die Transfermarkt-User über diese Wechselmöglichkeit? Cero glaubt nicht an einen Transfer. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Martinez ist der einzige Abräumsechser auf hohem Niveau, den wir haben. Und man hat gerade letzte Saison gesehen, wie wichtig diese Position und er auf dieser Position ist. Weiterer Kommentar von Theo 13, der zweifelt ebenso an einem Martinez-Wechsel zu Neapel. Javi Martinez war in den wichtigsten Champions-League-Spielen des FC Bayern immer einer der besten Spieler auf dem Platz. Er kann locker bei Real Madrid, Barcelona oder Juventus spielen, aber bei allem Respekt, Napoli gehört momentan nicht zu dieser Kategorie, auch wenn die Serie A inzwischen wieder stärker ist als die Bundesliga. Also dieses Gerücht wird von vielen schon mal kritisch gesehen, zumal wirklich zu bezweifeln ist, dass die Bayern Martinez abgeben werden in diesem Sommer. Aber Napoli denkt auch an andere Spieler und die greifen da schon relativ hoch. Ein weiteres Thema soll Andrej Kramaric sein, der ja für Kroatien eine ganz starke WM spielt und sogar noch die Möglichkeit hat, da am Ende als Weltmeister rauszugehen. Neben Newcastle und auch dem FC Bayern soll die SSC da Interesse angemeldet haben. Der Vorteil bei Kramaric, er kann im Sturmzentrum und auch auf den Flügeln spielen. Das würde dem Spiel der Azzurri natürlich noch einmal mehr Variabilität verleihen. Ein weiterer Kandidat aus der Bundesliga ist auch Ante Rebic. Der nächste Kroate, der wohl für die Azzurri in Frage käme, ihn jagt derzeit ja eh die halbe Welt. Der könnte Neapels Offensive ebenfalls weitere Power verleihen. Also das sind schon ganz interessante Gerüchte, über die wir natürlich auch gerne weiter mit euch diskutieren. Es gibt auch noch weitere. Wie gesagt, wir haben uns jetzt nur einzelne rausgepickt. Wie realistisch ist das denn, dass aus der Bundesliga Spieler zu Napoli wechseln? Das gab es tatsächlich schon zweimal. Und zweimal waren es Akteure vom FC Bayern, nämlich José Ernesto Sosa und Pepe Reina, die in Richtung San Paolo gewechselt sind. Sosa für 3 Millionen Euro und Reina, der Torwart, für 2 Millionen Euro. Also, es ist schon spannend, was da gerade rund ums San Paolo passiert. Und wir wollen auch mal auf die Transfers gucken, die Neapel denn bislang schon getätigt hat in diesem Sommer. Das ist nämlich einiges, haben auch schon richtig viel Geld ausgegeben für neue Akteure, zum Beispiel für Fabian Ruiz. Das ist eben einer, der auf einer ähnlichen Position wie Javi Martinez spielt. 30 Millionen Euro hat der an Ablöse gekostet. Simone Verdi kam, der Rechtsaußen. Alex Meret, ein interessanter Torwart, noch recht jung, der Italiener. Vinicius ist auch ein Stürmer für die Zukunft möglicherweise. Canetti ist eher der Ersatztorwart. Ciciretti, der war einer der Besten beim Absteiger Benevento Calcio in der vergangenen Saison. Der Offensivspieler kam ablösefrei. Und um Armin Younes gibt es ja viele, viele Diskussionen, ob der jetzt in der nächsten Saison in Neapel einen Vertrag hat oder eben nicht. Demgegenüber auch einige Abgänge. Also das ist schon eine große Umstrukturierung bei der SSC Neapel.